In diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen Brock auf Rang 25 gepusht habe und wie ihr das auch schafft. Jo Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video. Ich habe meinen Brock auf Rang 25 gepusht und werde euch in diesem Video das Gameplay zeigen und euch erklären, wie ihr das Ganze auch schafft, wie es ich geschafft habt und wie es einfach ist, das Ganze zu schaffen. Das Ganze habe ich im Duo-Showdown gemacht. Da spielen zwar viele Leute Max Tick, aber ihr könnt es trotzdem schaffen. Besonders auf 750 ist es noch nicht ganz so schlimm. So, wir starten in die Wiederholung rein und ihr seht erstmal, wir spawnen oben links. Ist nicht der beste Spawn, ist einer der mittelguten Spawns. Unter uns der Spawn ist noch schlechter, aber die beiden Spawns ganz unten auf der Map sind deutlich besser. Da hatte ich auch noch keine Star Power, als ich meinen Brock Rang 25 gepusht habe, also nochmal schwerer. Wir haben direkt drei Kisten gekriegt, bleiben immer schön zusammen. Mein Mate heilt mich auf jeden Fall. Jetzt ist die Bee gefährlich. Ich konnte dodgen, aber er nicht. Aber mein Mate heilt mich die ganze Zeit. Ihr seht, ich nutze auch dieses Jump Gadget. Man kann beide Gadgets spielen, aber ich spiele lieber mit dem Jump Gadget, weil es einfach defensiv besser ist und man so in manchen Situationen nochmal wegkommt und sich retten kann. Jetzt haben wir 4 Cubes, haben eigentlich eine gute Ausgangslage. Das obere Team wird gepusht. Das heißt, wir pushen es auf jeden Fall auch. So solltet ihr es auch machen. Wenn ein Team gefokust wird von allen, solltet ihr es auch fokussen und nicht die anderen, nicht denen helfen, also sondern denen helfen, den anderen. So, auf jeden Fall immer auch die Büsche abchecken. Und hier hinter, da geht fast niemand dahinter, aber da ist meiner Meinung nach einer der sichersten Plätze. Da kann man nicht einfach so abgeschossen werden, es sind keine anderen Teams. Und auch gerade oben bei diesem oberen Busch, der jetzt gerade vom Gift verdeckt wurde, das ist auch sehr gut. Da sind oft keine Leute und ist eigentlich ein sehr sicherer Platz. Wir haben 6 Cubes und es sieht richtig gut aus, aber es kann noch alles passieren. Ihr seht auf jeden Fall, rechts sind noch Bio und Piper, da müssen wir echt aufpassen. Die beiden wollen jetzt teamen. Wir senden mal ein Emote, damit wir uns nicht angreifen, und fokussen erstmal die unten, weil die unten sind unter Druck. Da ist auch ein Daryl mit 9 Cubes, das ist wichtig, wenn er stirbt. Genau, der stirbt auch. Ich werfe sogar noch meine Ulti, die war ein bisschen unnötig. Wir haben 10 Cubes gekriegt, jetzt ist die Runde schon so gut wie gewonnen. Wir müssen nur erstmal hier den Byron mit dem Schild aufpassen. Jetzt kann ich auch schon die oberen fokussen, dass die keinen Druck auf uns machen. Wir haben sowieso genug Cubes und haben die Runde gewonnen. Ihr habt gesehen, wie einfach das Ganze war. So solltet ihr es auf jeden Fall auch ausspielen. 750 Trophäen. So viel auf jeden Fall zum heutigen Video. Ich hoffe, euch hat die Folge wirklich geholfen und ihr könnt jetzt auch euren Brock Rang 25 pushen. Brock ist wirklich sehr stark auf dunkle Passage. Ich finde, dunkle Passage ist allgemeine Map. Da kann man sehr gut pushen, vor allen Dingen Long Range Brawlers sind sehr gut. Zum Beispiel Brock eben und Piper. Aber auch andere, halt bloß keine Tanks. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.